Ich bin der Flamur Schala von der Firma Focus Strategie GmbH an der Grendelstrasse 19 oder Grendel 19, 6004 Luzern und gebe online Matheunterricht. Wir haben den Sonntag, 8. August 2021 und sind bei der folgenden Aufgabe. Die Aufgabe Nummer 3. So haben wir den folgenden Term: 0,630 Kubikmeter, also 630 Liter, also 1 Kubikmeter ist 1000 Liter. Das müssen wir hier jetzt aber, das spielt jetzt auch keine Rolle. Und 45.230 Kubikzentimeter. Jetzt ist hier die Aufgabenstellung die folgende, und zwar sollen wir das Verhältnis angeben. Ein Verhältnis bedeutet, wir müssen oben und unten die gleiche Masseinheit haben, damit wir das entsprechend darstellen können. So wie wollen wir hier vorgehen? Ich kann hier kurz eine Tabelle nehmen und aufschreiben 0,630, also ich schreibe einfach nur 0,63 Kubikmeter, und dann haben wir darunter noch 45.200 Kubikzentimeter. So, wie wandelt man jetzt das um? Einfach kurz zur Vorstellung, kann man sich hier einen Würfel zeichnen. Da hat man 1 Meter Breite, 1 Meter Höhe und 1 Meter Tiefe. Ja? Das ist ja nichts anderes als 1 Kubikmeter. Also 1 Meter mal 1 Meter mal 1 Meter ist nichts anderes als 1 hoch 3 mal m hoch 3. Und 1 hoch 3 geht einfach 1, und dann haben wir hier 1 Kubikmeter. Fertig. Jetzt 1 Meter. Wie viel Zentimeter ist das? 1 Meter, das ist gleich 100 Zentimeter. 100 Zentimeter. 100 Zentimeter. Also wenn wir jetzt wissen, wie gross der Würfel ist in Kubikzentimeter, dann müssen wir einfach 100 Zentimeter mal 100 Zentimeter mal 100 Zentimeter rechnen. Und das geht dann da 100 hoch 3 mal Zentimeter hoch 3. Und das ist wiederum, ja, 100 hoch 3, was geht das? 100 mal 100, das geht 100, nochmal 2 Nullen anhängen und dann nochmal 100, nochmal 2 Nullen anhängen. Ja, das geht 1 Million Kubikzentimeter. Also ist 1 Kubikmeter gleich 1 Million Kubikzentimeter. Ja. Das heisst, jetzt können wir hier folgendes rechnen, wenn wir das umrechnen. Dann rechnen wir hier 0,63 Kubikmeter gleich 0,63 mal. Was ist Kubikmeter? 1 Kubikmeter. 1 Kubikmeter da. 1 Kubikmeter ist gleich 1 Million Kubikzentimeter. Also ersetzen wir hier den Kubikmeter mit 1 Million Kubikzentimeter. So, und das geht dann. Jetzt zurück hier 0,63 vor. Und wie viel stellen wir um? 6. Ja, wie stellen wir jetzt das gerade da? Also wenn jetzt das 1 wäre, dann wäre hier 1 Million, also ist es 630.000. Kubikzentimeter. Und hier unten, das können wir gleich laufen, 45.230 Kubikzentimeter. So, und jetzt können wir hier oben das neu schreiben, und zwar schreiben wir da 630.000 Kubikzentimeter geteilt durch 45.230 Kubikzentimeter. Jetzt können wir den Kubikzentimeter oben und unten einfach wegnehmen, kürzen, wegstreichen, ja. Und dann nehmen wir 630.000 geteilt durch 45.230. 630.000 geteilt durch 45.230. Das geht gerade das Verhältnis von 13,9288031. Ja. Aufgerundet auf eine Dezimalstelle ist das dann genau 13,9. Warum? Weil es 2, das ist unterhalb vom 5. Darum fällt das 9 zurück, also 9,2 fällt dann zurück auf 9.
Verhältnis ist also 13,9. Also. Wir haben hier sozusagen wie zwei Würfel. Und der obere Würfel, der ist 13,9 mal grösser, also fast 14 mal grösser als der kleinere Würfel. Das ist hier eigentlich die ganze. Das ist hier eigentlich alles, mehr oder weniger. Wir können das dann noch in Kubikdezimeter umwandeln. Ja, also wir schreiben hier 1 Meter, das ist ja 10 Dezimeter. Dann haben wir hier unten auch 10 Dezimeter. Also Höhe, Breite und Tiefe 10 Dezimeter. Dann können wir da noch ein neues Verhältnis schreiben. Dann ist ja, das ist ja 1 Kubikmeter gross, der Würfel hier. Wenn wir das jetzt in Dezimeter rechnen, dann rechnen wir 10 Dezimeter mal 10 Dezimeter. Mal 10 Dezimeter, das ist nichts anderes als 10 hoch 3 mal Dezimeter hoch 3. Und das ist wiederum 10 hoch 3 ist 100.000, 3 Nullen. Ja, also da werden Nullen definiert. Da zählt man Nullen an. Vorher haben wir 10 hoch 6 gehabt. Nein, 100 hoch. Vorher haben wir 100 hoch 3 gehabt und 100 hoch 3. Das ist dann 10 hoch 6, ja. Weil da hat man nochmal drin 10 im Quadrat hoch 3. Und das ist nichts anderes als 10 hoch 2 mal 3 und das ist 10 hoch 6. Und darum haben wir noch 1 Million, also 6 Nullen gehabt. So, das ist jetzt. Tausend Kubikdezimeter haben wir da, ja. Kubikdezimeter, das heisst, 1 Kubikmeter ist gleich 1000 Kubikdezimeter. 1000 Kubikdezimeter, ja. Jetzt haben wir das Verhältnis auch noch notiert. Und dann gibt es noch ein anderes Verhältnis, und zwar, wenn wir noch Dezimeter und Zentimeter aufzeichnen, also die Lösung haben wir jetzt bereits gerechnet, die zeigen nur noch einen weiteren Weg auf, ja. So, wir können zum Beispiel sagen, ja, da haben wir jetzt 1 Dezimeter Höhe, 1 Dezimeter Breite und eine Tiefe von 1 Dezimeter, ja. Wie viel ist ein Dezimeter? 10 Zentimeter. Das heisst, 1 Kubikdezimeter ist gleich gross wie was? 10 mal 10 mal 10. Ja, das ist 1000 Kubikzentimeter. Jetzt haben wir auch das Verhältnis. Also, jetzt wissen wir, 1 Kubikdezimeter. Also, jetzt haben wir vorher ja 1000 Kubikdezimeter bekommen für 1 Kubikmeter. Also, jetzt können wir hier noch weitere Verhältnisse aufschreiben. Dann haben wir hier 1 Kubikmeter gleich 1000 Kubikdezimeter. Also, was man sich dann mit der Zeit kann merken kann, ist immer, wenn es 3 oben ist, also hoch 3. Dann bewegt man sich immer um 3 Nullen, also von Meter auf Kubikmeter auf Kubikdezimeter 3 Nullen hinzufügen. Und so weiter und so fort. Also von Kubikdezimeter noch auf Zentimeter auch wieder 3 Nullen hinzufügen. Ja. Dann haben wir da, wenn wir da jetzt weitermachen, Kubikdezimeter gleich Kubikzentimeter. So, und jetzt haben wir alle Verhältnisse eigentlich aufgeschrieben. Wir hätten jetzt hier Alternativen. Also ein anderer Weg wäre jetzt hier gesehen, dass man sich sagt, wir rechnen hier 0,63 Kubikmeter und 45.230 Kubikzentimeter zuerst einen Kubikdezimeter um. Also ein Kubikmeter ist ja 1000 Kubikdezimeter, das heisst hier 0,63 Kubikmeter gleich. Gleich 0,63 mal 1000. Das heisst, wären das 6,3, dann sind es ja 6300, also sind es nur 630 Kubikdezimeter. Und unten dran haben wir 45.230 Kubikzentimeter. Wir sehen hier, das Verhältnis ist folgendermaßen. Also wir nehmen dann 1 Kubikdezimeter gleich 1000 Kubikzentimeter und rechnen es dann um, dann hätten wir Kubikzentimeter, also 1 Kubikzentimeter gleich 1 Kubikdezimeter geteilt durch 1000.
So, und dann ersetzen wir das hier drin. Ja, dann hätten wir 45.000. 230 Kubikzentimeter gleich. 45.230 und dann ersetzen wir Kubikzentimeter mit 1 Kubikdezimeter geteilt durch 1000. Und das geht 45,23 Kubikdezimeter, ja. So, jetzt nehmen wir die zwei Werte und ersetzen sie und können jetzt natürlich da oben dran, ja. Alternativ oder der andere Weg, ja. Und das ist dann, dass man so vorgeht, dass man sich sagt, ja, jetzt nehmen wir da 630 Kubikdezimeter geteilt durch eben die 45,23 Kubikdezimeter. Kubikdezimeter fällt weg, dann haben wir nur noch 630 geteilt durch 45,23. Und das ist eben genau 645 geteilt durch 45,23. Ergibt genau das vorherige Resultat von 14, sechshundertdreißig natürlich, ja, genau, 630, jetzt habe ich mit 650 gerechnet. Also 630 geteilt durch 44,23, das gibt genau die 13,9288 als Resultat, das wir vorher schon hatten. Also wichtig ist da, sich einfach nochmal vor Augen führen, halten oder halt führen, ja, wie man auf so einen Würfel kommt mit einem Kubikmeter Inhalt, Volumen. Das ist 1 Meter mal 1 Meter mal 1 Meter. Höhe, Breite und Tiefe. Und dann den Meter umwandeln in die gewünschte Maßeinheit, Dezimeter oder Zentimeter. Und dann der Würfel sozusagen das Volumen von dem gleichen Würfel mit einer neuen Maßeinheit berechnen. Und dann setzen wir das gleich. Und dann haben wir schon den Umwandlungssatz, wenn man so will. Ja. Und den ersetzen wir nachher direkt. Also da. Wenn wir das jetzt ein paar Mal gemacht, Kubikmeter, haben wir direkt ersetzt mit der Definition von einem Kubikmeter in Kubikzentimeter, oder? Da weiter unten, ja. Also Kubikmeter direkt umgeformt mit der Definition von einem Kubikmeter in Kubikdezimeter. Oder jetzt auch hier Kubikzentimeter, ja, wenn es in die andere Richtung geht, in die nächst größere Einheit, dann ist es nicht mehr mal, sondern geteilt durch 1000, ja. Oder mal. Der Kubikdezimeter, Definition von einem Kubikzentimeter, ja. Also Kubikdezimeter geteilt durch 1000 und dann multipliziert man das miteinander und dann führt das eine zum anderen bis zum Resultat. Gut.